Grüße und herzlich willkommen zur neuen Tagesenergie am, keine Ahnung, 24.01.2022, einen wundervollen Montag. Wochenenergie ist schon draußen, die sollte eigentlich schon zu sehen sein. Und die sagt, die Stärke der Gemeinschaft, das ist schön, das stärkt uns, die Energien sind für uns in der Gemeinschaft und wir sind viel, 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 viel mehr und folgedessen viel, viel, viel stärker. Gut, jetzt schauen wir aber auf den Montag. Und ich sehe wirklich diesen Rasenmäher, aber diesmal wird er geschoben von einem Mann. Aber ich sehe bloß Knie, ich sehe den Rasenmäher und also Kameraeinstellung, bloß Füße und Rasenmäher. Also der geht so, also irgendjemand schiebt den. Also irgendjemand mäht hier den Rasen ab, dass wir wieder was sehen können. Das ist doch was Schönes. Unveränderbar in die Ordnung. Das ist doch was Schönes. Hier liegt der Neuanfang, auch wenn es noch nervt. Okay. Also, unveränderbar, die Lüge, Neuanfang, die Schuld, okay. Reichtum der Ordnung und nervig trotz Freude, das heißt nichts anderes. Wir kommen unveränderbar in die Ordnung, das kann man gar nicht mehr kippen. Wir werden hier Lügen und Schuld einfach sehen, unveränderbar, das geht gar nicht anders, auch wenn es uns noch so nervt. Aber die Ordnung, die daraus resultiert, wird sehr reich sein und zur Freude. Teilweise auch Nerven. Also es wird nicht alles so sein, wie alle wollen, aber das geht auch gar nicht. Schauen wir mal, was mal hier kommt. Mehr Stress, Arbeit, Hobby. Aha, hatten wir auch schon mal. Und zwar, also sind Energien, in der Tagesenergie sieht man es, wir sind mehr, wir kommen als Gemeinschaft in die Kraft und da kommen einfach immer mehr und mehr raus. Lüge und Schuld erzeugt immer mehr Stress, ist ganz klar, das kommt raus, unveränderbar. Und wenn wir in die Ordnung wollen, in die neue Ordnung, in den Neuanfang, dann bleibt uns gar nichts anderes über als hinzusehen, es bleibt uns nichts anderes über als das anzunehmen, auch wenn es uns Stress bereitet. Ist ganz klar, dass das stressig ist, aber es muss so sein, du kannst nur neu anfangen, nur eine neue Ordnung erschaffen, wenn du weißt, was im Alten völlig verkehrt gelaufen ist. Und ob wir das alles hundertprozentig erfahren, das bezweifle ich auch noch, weil das geht so tief und so weit hinter, da schauen wir mal, ich gucke. Du musst mehr arbeiten an deinen Stress, mehr in die Freude kommen, auch wenn es dich noch so nervt. Also das, was wir erleben, wird sehr nervig sein, wird uns sehr im Stress bringen, den einen oder anderen mit Sicherheit auch schlechte Gefühle machen oder so. Da kommen wir gar nicht, da kann eigentlich keiner raus, weil man wirklich hinschauen muss. Das wird jetzt ganz knallhart gezeigt, auch wenn keiner mehr hinschauen will. Es wird gezeigt, da hilft nur das Hobby, das alles überspannt. Das heißt, entspann dich in deinem Hobby, schalte ab in deinem Hobby. Das hatten wir irgendwo auch mal. Power dich aus, komm zu dir. Je nachdem, was für ein Hobby du hast. Jeder hat sein Hobby, was für ihn auch das Beste ist. Der eine muss powern, muss laufen, muss spielen, Fußball spielen oder, dass er wirklich körperlich gefordert ist. Der andere macht als Hobby, was weiß ich, Kreuzworträtsel oder andere Rätsel oder so. Der braucht den Kopf, dass er den Kopf abschaltet. Der dritte meditiert, weil er da zu sich kommt oder. Also Hobby ist wirklich ganz individuell und passt immer zu dem, der es macht, weil sonst wird es ihm nämlich keinen Spaß machen. Also, in deinem Hobby, wie auch immer es ist, ob das jetzt Stricken ist, Blümchen pflücken ist oder Fußball, vollkommen egal. Mach das, dass du wieder hier in dein Gleichgewicht kommst, denn das kommt. Da können wir, soll auch niemand was dagegen haben, finde ich. Es muss raus und es kommt hier immer mehr und mehr und wir kommen immer mehr in den Stress, weil ganz viel rauskommt. Also, es wird reichlich rauskommen. Im Endeffekt ist es dann unveränderbar, ein Reichtum der Ordnung, was im Endeffekt dann kommt, zu unserer Freude gereicht und die Arbeit für uns ist einfach aus dem Stress raus in die Freude kommen und das geht übers Hobby am besten. Und die Stärke der Gemeinschaft kommt hier natürlich auch zum Tragen, weil nur deswegen kommt das hier raus. Ja, das wird ein lustiger Montag, bin mal gespannt, was wir uns wieder alles erzählen. Und das ist natürlich, umso tiefer du in das Kaninchenbau gehst, umso mehr Stress kann es dir machen, ganz logisch. Da musst du aber bewusst
reingehen und dann bewusst sagen, okay, habe ich jetzt gesehen, lasse ich los. Ich weiß dann Bescheid, aber ich kann es ja nicht ändern. Und das, vergesst nicht, das, was wir erfahren, ist die Vergangenheit. Das ist schon passiert, das können wir eh nicht mehr ändern. Also hat es keinen Sinn, da wahnsinnig viel Stress und Sorgen reintun. Das ist schon passiert. Wir können nur daran arbeiten, dass es in Zukunft nicht mehr passiert. In diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Montag und wir sehen uns am Dienstag. Genau. Und um 0 Uhr kommen alle Sternzeichen für Februar. In diesem Sinne, habe die Ehre.